So, da sind wir wieder bei Hannah in den Wäldern. Nee, aus den Wäldern. Aus den Wäldern in den Wäldern. Und wir verbrennen nochmal den Brief, um sie wieder anzulocken. Nightwraith won't appear in daylight. Ja, erstmal Tageszeit wieder ändern auf Nacht. Ich habe übrigens diesmal auch ans Geisteröl gedacht. Ich hatte das, glaube ich, letztes Mal gar nicht benutzt. Das war Axi. War nicht, was ich wollte. Das fängt ja schon mal wieder gut an. Ah. Ja, wenn man die eine Richtung ausweicht, aus der sie kommt. So geht's doch schon viel besser. Jetzt ziehen die mir wieder meine Lebenspunkte ab. Ich dachte, sie wäre schon tot, aber sie hat noch irgendwie so einen Lebenspunkt. Jetzt ist sie tot. Okay. Nachterscheinungsmutter gehen, Geisteressenz. Ha, eine Nachterscheinung. Brauche ich das? Will ich das? Vielleicht. So, jetzt haben wir schon einige Trophäen. Irgendwie hatten die ganze Zeit nur eine Trophäe, dieser Greif, und dann ganz lange nichts. Und jetzt haben wir auf einmal ganz viele. Was macht das denn? Bonuserfahrung bei Humanoiden. Okay. Und das Ding wäre gewesen. Sagt mir das? Das ist dasselbe. Bei dem Kruftweib. Und der Skorbu-Ding hat 10 Chance auf Verstimmung. Ich weiß halt nicht mit diesem Bonus bei Humanoiden. Ist vielleicht schon nicht schlecht. Keine Ahnung. Das haben wir denn nur hier Schönes gekriegt. Das sieht gut aus, weil es ziemlich viele freie Plätze hat. Ist aber ein bisschen schlechter vom Schaden her. Minus 6. Falsche Taste. Lass mich mal gucken. 35 kritische Trefferbonus. Weiß nicht, ob es das bringt. Ich habe hier ziemlich schön. Ich meine, dieser kritische Trefferbonus ist sehr hoch bei dem Schwert, das ich momentan habe. Deswegen, und das kann ich auch mit diesen drei leeren Plätzen momentan nicht irgendwie ausgleichen. Deswegen würde ich das erstmal lassen. Okay. Hol dir deine Belohnung. Steck erst deine Waffen weg und meditiere eine Runde.
Und ich gehe gerade nochmal hier rein, damit ihr auch seht, dass ich das umgeändert habe. Alles blau jetzt. Und ich habe auch hier ein großes blaues Mutagen jetzt drin, weil ich hatte ja wirklich genug, um das alles mal ein bisschen aufzuwerten. Jetzt sind wir hoffentlich alle glücklich und zufrieden. Und dann kann es weitergehen. Ach so, bei der Gelegenheit habe ich auch so ein, diese zwei absolut gekocht, gemacht, hergestellt. Ja. Einmal ausgewählt und ausgerüstet. Zur Abwechslung. Jetzt bin ich auf der Schwalbe hier. Jeder eigene Treffer erhöht die Angriffskraft, bis der Kampf beendet ist oder Schaden erlitten wird. Vergiftungsschaden durch Tränke ausgenommen. Vergiftung. Ja. So, in diese Richtung geht's. Geralt. Wetteransage? Es regnet. Er mag heute nicht. Macht er jetzt absichtlich. Sie ist reingegangen. Greetings. What do ye want? Jenny of the Woods is gone. Got rid of her. She'll not be back. No. I know how to dispatch night wraiths for good. Aye, of course. Your reward, as agreed. Many thanks to ye, Master Witcher. Farewell. Bitte schön. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Ich weiß noch gar nicht. Ich kann mal gerade hier ein bisschen meine Sachen aufwerten. Und dann werden wir einfach mal ins Questbuch gucken. Das uns jetzt sagt, ich habe die meisten Hexeraufträge meiner Stufe jetzt gemacht, bis auf das Ding aus dem Sumpf. Das war dieser Nebling. Der war schon ziemlich heftig. ich bin gerade erst Stufe 12 geworden. Ich weiß nicht, ob ich mir da nicht noch eine Stufe Zeit gebe mit. Wir können ja einfach gerade mal dieses fliegende Fäuste machen. Bisschen Quint spielen. Ja, ich habe den Baron noch nicht besiegt. Und diesen Wahrsager finden. Jetzt gucke ich erstmal, wo das ist. Es sind ja verschiedene Leute. Jetzt habe ich wieder... Es geht so schnell, dass man zu weit raus zoomt. Wir haben einmal da oben in Schwarzzweig jemand. In der Taverne am Scheideweg. Und in Lindenthal. Machen wir so die Runde. Aus irgendwelchen Gründen hier, das irgendwie größer ist. Besiege den Schmied. Sollte man mit dem anfangen oder so? Können wir auch machen, ich meine es, ja. Andererseits würde ich gern so ein bisschen vielleicht mal wieder reiten und nicht Schnellreise benutzen und dann wäre Schwarzzeig eigentlich. Würde sich anbieten, weil es im Norden liegt und von hier und nicht so weit. Ich habe mein Banditenlager übersehen. Oh nein. Ja, komm, das machen wir mal. Mit Plätze. Plätze? Gideon. So ein bisschen vielleicht quer fällt ein. Schon lande ich wieder auf der Straße. Ist halt auch nicht immer so einfach mit dem Querfeld ein. Was war das eigentlich für eine Hütte da? Waren wir da? Take it easy.
Gab's da irgendwas? Faster. Ist das die Hütte von der... Ach, das ist die Hütte von der Kyra. Ach ja, 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 okay, okay. Ist gar nicht, wo das nicht irgendwie markiert ist als ihre Hütte. Versuche ich mal querfeld einzureiten und bleib doch irgendwie auf dem Pfad. Das sind nur Wölfe. Vom Geräusch her. Not so fast, Roach. Die interessieren mich nicht ganz so. Können trotzdem mal so kurz mal runtergucken. Dicker, fetter Baum. Ich habe übrigens meine Hexersinne geändert, wie ihr seht. Es wird nicht mehr ganz so unangenehm, wenn ich die benutze. Oh, das ist ein schönes großes Rudel. Au. Na. So, meinst du, dass ich mich von dem Rudel hier fertig machen? Was soll das denn? Falsche Taste. Falsches Zeichen, würde ich sagen. Am Abhang kämpfen ist auch ein bisschen schwierig. Ich sehe nichts. Weil ich fand das doch immer so ein bisschen übertrieben mit diesen Hexersinnen, dass man da so einen komischen Effekt hatte. Jetzt wird es halt nur noch so ein bisschen rangezoomt und so. Finde ich angenehmer. Mehr Wölfe. Sag mal, was ist denn los heute? Ich muss sie nur einmal treffen. Ah, okay. Das muss ich auch noch üben, wenn ich das halte. Hab ich das jetzt so? Finde ich ja auch ganz cool. So, außer Wölfe hat sie aber irgendwie, glaube ich, nichts. Ich dachte, was bewegt sich denn da? Das ist nur das Gemüse hier. War ja irritierend. Kann's gern wieder wegstecken. Na? Nein. Gut. Da will ich mir mal Zeit nehmen, dann finde ich nichts Spannendes. Ich finde immer nur was, wenn ich gerade irgendwie zielstrebig irgendwo hin möchte. Wie kommt das? Ein Waffenschmied, hallo. Dich kenne ich sogar noch. Du willst nicht mit mir reden, dann halt nicht. Ich dachte, ich könnte dir mal Sachen verkaufen. Ich habe nämlich noch so ein paar Dinge, die ich eigentlich loswerden wollen würde. Vielleicht muss ich da einfach ein bisschen warten. Tageszeitmäßig. Wo ist denn der Typ? Hier, ich glaube, ich muss mit dem Buchmacher reden.
A bit of honest fist fighting to clear the lungs and bowels. Though I warn you, Jonah can be fierce. Likes to bite. Get me? So, what'll it be? Es sah so ein bisschen aus, als hätte er mir gerade zugezwinkert. Ich kämpfe nicht. Nein, ich bin ja bin bereit zum Kämpfen. Dafür bin ich hier. Alright. Let's see just how fierce Jonah is. Feast your eyes on an epic clash between Jonah and the Drifter. Ich bin gleich halt, du. Schwieriger als es aussieht, möchte ich mal sagen. Naja, es geht. Und tschüss. Das war's. Drifters defeated Jonah. Could this be a new champion of Velen in the making? Who can tell? Yes, still Smithy from the Inn at the Crossroads to defeat. Then Fishkulper from Lindenville. I'll leave you to guess what he does. Rumble everywhere. Okay, Nummer 1 hätten wir geschafft. Das war, ja. Kurz und schmerzlos, würde ich sagen, aber für ihn vielleicht nicht ganz. Gewehrkarte. Jetzt müssen wir mal gucken. Weil die Taverne ist auch ein gutes Stückchen. Mit Pferd könnte das aber eigentlich klappen. Wollen wir das mal mit dem Pferd machen? Oder bin ich da in der Gegend schon öfter rumgeritten? Ich weiß gar nicht. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, ich nehme mal Schnellreise. Und das andere war... egal. Ich nehme Schnellreise. Will jetzt jemand mit mir handeln? Wie viel Uhr haben wir denn? 6.25 Uhr. Schon immer noch zu früh. Ist der Kaufmann da? Loaded with all kinds of fat, smoked bacon, lard, and sausage. Now take the flour and tufts of burdock, and all you can trade is what. Keiner da. Nicht im nächsten Kaff. So. 8 Uhr. 2 Stunden hat die Reise gedauert. Muss ich in die Taverne? Soll ich euch mal mit dem Feuerchen da ein bisschen aushelfen? Das sieht so mickrig aus. Bitteschön. Klappt es auch mit dem Aufwärmen ein bisschen besser. Nichts zu danken. Dann wollen wir mal gucken, ob der Taffer drauf ist. Wer bei euch ist denn der Buchmacher? Muss ich warten, bis der Kampf vorbei ist? Weil der nicht mit mir reden will? Oder muss ich erst gegen den anderen kämpfen? Das ist gerade seltsam. Mal gucken. Probieren wir es mal mit dem anderen. Aus irgendwelchen Gründen möchte der Buchmacher nicht mit mir reden. Sollte das Ding benutzen. Dann gehen wir halt. Vielleicht soll man mit dem auch zuletzt kämpfen oder so. Wer weiß.
Ach Gott, wo war denn der? War denn der? So, will you try again? Yep. Let's do this. Let's fight. Get out the hammer versus Fish Gulper. The rematch. Ja, diesmal kriegt er aber eine verpasst. Diesmal muss ich nämlich ein Quest gewinnen. Ja, ich glaube, den sollte man eigentlich zuerst machen, weil er Level 4 ist. Der andere war, glaube ich, Level 6. Sorry. Er tut mir immer ein bisschen leid. Yes, we might have known. The Witcher took Fish Gulper and fish plowed his job. Near warm my heart to see him renovate his head. You've still Smithy to defeat. No reason to wait. Yep. Deswegen nehmen wir nochmal die Schnellreise, dann kriegen wir das auch gerade noch hin, denke ich mal. Und dann hoffe ich, dass der Buchmacher jetzt mit mir reden möchte. Ist euch schon wieder das Feuer ausgegangen? Das geht ja nicht. Ja. Was macht ihr nur immer? Wie sieht's aus? Darf ich jetzt... Nein. His head would look lovely on your wall, stranger. You brave enough to try some fisticuffs? Mit wem soll ich denn sonst reden? Look to me like a fierce-fisted fighter. Just right for our tournament. It's your chance to slap around some yokels, win some coin for the pleasure. You in? Ja, kann losgehen. War die ganze Zeit schon bereit. Weiß nicht, was los war. I'm ready to fight. Irgendwie den falschen Typen vielleicht auch angequatscht. Betting on the next brawl will begin in mere moments. The Witcher will face Smithy. He'll pound his gob like he pounds hot iron ingots. Ein Schmied ist nicht zu unterschätzen. Level 9, au. Ja. Jetzt habe ich ihn in der Ecke, im wahrsten Sinne des Wortes. Zu schnell geht's dann. Not bad. Might be champion yet. If it's the reigning champion you seek, head to Crow's Perch and ask for the sergeant. Nature. Pick more interesting things from my nose. Und schöne 100 Kronen gewonnen. Remember the times? Ich suche mal wieder den Ausgang. So. Frische Luft. Es stinkt immer so in so Tavernen. Das nächste Mal geht's dann weiter mit dem Feldwebel. Und da kämpfen wir dann um den Titel von Wien. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.